Hallo bei Nordfrei Medizin. Wir sind heute an einem ganz besonderen Ort mit einem ganz besonderen Gesprächspartner. Neben mir sitzt der Matthias Baumgärtel, von dem ich eigentlich die gesamte Intensivmedizin gelernt habe, muss man sagen. Und wir befinden uns hier an dem Ort, wo ich die Intensivmedizin gelernt habe, nämlich auf einer Intensivstation. Von daher entschuldige ich mich gleich vorher, bevor böse Kommentare kommen, für den Ton und auch vielleicht für die Hintergrundatmosphäre. Das ist einfach das reale Leben, so wie es ist. Das kann ich nicht technisch ausbessern. Egal. Warum sitzt der Matthias neben mir? Einerseits, weil ich ihn schon lange vor die Linse bekommen wollte, aber auch, weil er sich extrem viel mit ECMO beschäftigt hat. Und ECMO werden alle spätestens seit Corona oft gehört haben. Vielleicht wissen aber nicht alle, was damit gemeint ist. Deswegen habe ich den Matthias dazu überredet, mal so ein bisschen die Basics zu ECMO zu erzählen. Matthias, was ist ECMO überhaupt? Ja, Philipp, ECMO ist ein hochinvasives Organersatzverfahren, mit dem man zwei Organe ersetzen kann im Wesentlichen. Das eine ist die Lunge, das andere ist das Herz. Und was wir bei der ECMO machen, ist Blut aus dem Körper ausleiten, das Ganze mit einer Pumpe über einen sogenannten Oxygenator zu schicken. In diesem Oxygenator wird Sauerstoff in das Blut gepumpt und Kohlendioxid aus dem Blut entfernt und dann geht das Ganze wieder in den Patienten zurück. Und damit schafft man das in diesen erwähnten Situationen, dem Patienten ausreichend Sauerstoff zuzuführen, damit er die Situation überleben kann. Okay, jetzt hast du von besonderen Situationen gesprochen. Jetzt, das klingt ja alles schön und gut, aber mich würde interessieren, erstmal, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Und dann auch, was sind diese Situationen ganz speziell? Aber fangen wir mal an, wie funktioniert das eigentlich? Also, was ist die ECMO technisch? ECMO technisch ist eigentlich ganz simpel, sie ist eine Pumpe. Die ist eine Pumpe, die das Blut aus dem Körper transportiert und dieses Blut in einen Oxygenator schickt und darüber finden die gerade eben schon erwähnten Austauschvorgänge statt, also Sauerstoff in das Blut und Kohlendioxid aus dem Blut rauszuholen. Und ja, so einfach ist es. Die ECMO selbst ist ein System, was mit die Oxygenierung steuert, indem es viel Blutfluss erzeugt. Ja, je mehr Blutfluss ich aus dem Patienten generiere, desto besser kann ich den oxygenieren. Und die Dekarboxylierung läuft darüber, dass ich Sauerstoff über diesen Oxygenator schicke und je mehr Sauerstoff ich über den Oxygenator schicke, desto mehr CO2 werde ich aus dem Blut eliminieren. Und da kann man selbst bei diesen ganz, ganz kranken Patienten so viel CO2 aus dem Körper eliminieren, dass man einfach ins Staunen kommt, was da technisch möglich ist. Okay, also zusammengefasst, Pumpleistung macht Oxygenierung und Sauerstofffluss macht Dekarboxylierung. Richtig. Okay, und damit man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie viel Lungenleistung kann die ECMO übernehmen? Eigentlich kann die ECMO fast die komplette Lungenleistung übernehmen. Wenn man einen Fluss fährt von 6, 7, manchmal sogar 7,5 Liter pro Minute, das funktioniert aber natürlich im Realsetting auf einer Intensivstation nicht. Da wird man immer noch einen Anteil an normaler Beatmung dann mit dabei haben. Und da würde ich dann sagen, das ist ungefähr eine Leistung 80:20, also 80% ECMO-Leistung. Okay, also ein hochinvasives, aber auch hocheffektives System. Jetzt haben wir so ein bisschen über die technischen Komponenten gesprochen. Man sieht ja auch im Hintergrund zufälligerweise zwei ECMO-Systeme aufgebaut. Jetzt muss ja das Blut irgendwie zur ECMO hinkommen. Wie funktioniert das? Reicht da ZVK oder? Eher nicht. Und es reicht auch natürlich noch den Scheldenkatheter, der ja schon größer ist und den wir eben auch in Situationen einsetzen, wo wir viel Blut in den Patienten bringen müssen, zum Beispiel im Rahmen von einem schweren Blutungsschock, reicht auch ein Scheldenkatheter nicht, um diesen Blutfluss zu erzeugen. Wir brauchen viel, viel größere Kanülen und die kann ich vielleicht mal kurz zeigen, habe ich mitgebracht. Das sind Kanülen, die 23 French oder 25 French dick sind und damit ziehen wir das Blut aus dem Körper raus und dann geben wir das Blut über eine kleinere Kanüle, die 19 French groß ist, dann wieder zurück. Es gibt zwei Verfahren, wie wir das einsetzen. Das eine ist, als klassischen Lungenersatz verwenden wir venovenöse ECMO, also das heißt, wir nehmen, entziehen Blut aus einer Vene und geben das über die Vene wieder zurück.
Es ist klassischerweise der Entzug aus der Leistenvene und Rückgabe dann über die Vena jugularis interna auf der rechten oder linken Seite. Das ist, hängt davon ab, wie der Patient zu kanülieren ist. Das andere Verfahren, das ist jetzt das Verfahren für den kathogenen Schock oder für die Reanimationssituation, das ist die VA-ECMO, also veno-arterielle ECMO. Auch da entziehen wir wieder das Blut über die Vena femoralis, besser gesagt, wir kommen dann mit dem Katheter unterhalb oder oberhalb des rechten Atriums zum Liegen und führen dann das Blut über eine Arterie wieder zurück in den Körper. Okay. Dann ist ja eigentlich, muss man sagen, die ECMO relativ schnell erklärt. Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, schnell erklärt heißt nicht in der Praxis auch total einfach durchgeführt. Matthias, wenn ich jetzt eine kleine Intensivstation habe, ich habe so 6 Betten, hauptsächlich postoperative Patienten und ich weiß aber, draußen geht da Corona vor, ich habe vielleicht noch ein bisschen Geld auf der Seite liegen und mir wird eine ECMO angeboten. Kann ich das so ohne weiteres machen oder... So leicht es jetzt klingt, so schwierig ist es dann im Detail, im täglichen Geschäft. Und die ECMO, das ist ein so hochinvasives Verfahren, dass ich das jetzt eigentlich nur den Einsatz an speziellen Zentren sehe. Nur da können wir das, glaube ich, so sicher betreiben, dass der Patient dann im Endeffekt auch davon profitiert. Und da braucht man wirklich, wir kennen das ja, ne? Wir haben die beide zusammen, die Patienten betreut, man muss wirklich richtige Erfahrung haben, damit es gut läuft. Und ich glaube, was man ja auch ganz klar sich machen muss, ist, dass es ja ein Bridging-Verfahren ist. Das heißt, da gibt es auch eine Grunderkrankung dahinter. Und wenn man die im Haus nicht behandeln kann, dann macht es ja sowieso eigentlich keinen Sinn. Genau. Oder vielleicht sogar nicht diagnostizieren kann. Also weil das kommt natürlich dazu. Und deswegen macht es Sinn, diese Patienten an dem Zentrum zu versorgen. Okay. Wir werden uns auf jeden Fall ja noch mit dir zusammen dem Thema ECLS widmen. Ich fasse das Ganze ganz kurz zusammen und würde davor noch ganz kurz für ein anderes leidenschaftliches Thema von dir, nämlich eine App, kurz Werbung machen, weil mir das persönlich auch am Herzen liegt. ECMO, was ist das eigentlich? Die ECMO ist im Endeffekt eine sehr leistungsstarke Pumpe, die Blut über einen Oxygenator pumpt, in dem findet ein Gasaustausch statt. Wir ersetzen damit die Lunge und mit der Pumpe gegebenenfalls auch das Herz. Das Ganze kann man venovenös, also aus der Vene genommen, in die Vene gegeben oder venoarteriell, aus der Vene genommen, in die Arterie gegeben, durchführen. Es ist ein hochinvasives Verfahren und es ist eher etwas für ein Zentrum als irgendwo für eine kleine Kreisintensivstation. Genau, aber eigentlich recht kurz und knapp erklärt. So, und Matthias, kurz vor dem Ende möchte ich noch ganz kurz mal mit dir sprechen über eine App. Du hast nämlich ja auch immer wieder neue Ideen und deswegen hat mir die Arbeit mit dir immer so viel Spaß gemacht. Und das Reha-Register hat dich, glaube ich, lange Zeit genervt und aus dem Leidensdruck hast du dann eine tolle Idee gehabt. Ja, das ist richtig. Was mich immer ein bisschen aufgeregt hat, sind die Situationen, wir reanimieren, zum Beispiel an einem Freitagvormittag, wo wir sowieso schon eigentlich gar keine Zeit haben, den Patienten zu reanimieren, reanimieren den dann und übertragen danach noch mühevoll die Daten ins Reanimationsregister mit Handeingabe über eine Web-Oberfläche, die manchmal auch etwas sperrig erscheint, sagen wir es mal ganz neutral. Und da lag natürlich die Idee nahe, da eine Lösung zu finden, mit dem man das Reanimationsregister an das Patientenbett bringt oder in die Reanimationssituation bringt. Und das ist uns eigentlich ganz gut gelungen, per iPad-Lösung, dass wir da eine App haben, die unseren Reanimationsvorgang unterstützt und gleichzeitig dabei Daten erhebt, die wir dann ins Reanimationsregister schicken und dort quasi mit im Ende der Reanimation auch schon für grüne Verhältnisse sorgen. Das heißt, alle Registerkarten im Reanimationsregister stehen auf grün, wenn wir damit fertig sind. Arbeitszeit sparen wir uns damit reichlich. Ich schätze mal, das ist so pro Arzt eine Viertelstunde bis 20 Minuten, die wir uns sparen bei der Reanimation. Also auf jeden Fall für jede Intensivstation, jede Notaufnahme ein Must-Have. Und nochmal ganz kurz, Nerd für Medizin macht keine Werbung. Wir verdienen mit der App überhaupt nichts. Aber erstens kennen Martin und ich den Matthias schon lange. Außerdem waren wir im Entwicklungsprozess immer wieder mal kurz mit dabei und haben unsere Meinung dazu gegeben. Und von daher liegt es uns am Herzen. So, das war's von uns. Wenn ihr Fragen habt, bitte unbedingt posten. Wie immer teilen und liken. Und das war Teil 1. Und in Teil 2 geht es dann um ECLS. Ciao, macht's gut. Ciao.